Scheiße, Gotteba, scheiße! Nee, ich mach keine Swaps nebenbei. Und mein Controller ist doch sogar aus. Lass mich mal an. Der liegt hier nur rum. Gestern Chaser Geier gegen dich geschossen. Der wird gebannt sein hier. Eine Woche Bann, kann über sein Verhalten nachdenken. Kleid ist L, ach du Scheiße. Where's the fire? Ah, I forget. Ja, Mann, Flex, so vor allem, Digga, ich dachte, Digga, der hat 3-1 gegen dich geführt, ne? Weidischer Flexo, Weidischer. Egal, ja. Ho, Levi. 1-0. Also jetzt ist Finale. Was für ein Tor? Alles gut, JS, mein Bester, alles gut. Der Gegner von Levi ist Epixel Game. Epixel Game ist auch ein deutscher Öler. So, Pfeife. Auch heute. JS, Mann.
Purge, Artis und Custer gar nicht mehr im Cups hassen, ja. Früher, die waren jeden Cup dabei, muss man echt mal so sagen, ne? Artis grindet Rivals, das stimmt. Aber was macht Levi? Oh, 3-0, Levi de Wirt. Lieber die Bälle Cups mitnehmen. Ja, aber ich sag dir so, aktuell Purge, es ist ja auch so, dass nicht mehr so viele wie früher mitmachen, weißt du? Wenn wieder mehr mitmachen, ich habe das Gefühl, jetzt ist gerade ein bisschen ruhiger, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich hoffe, dass es ab nächstes Jahr wieder bergauf geht. Weil aktuell sind die Cups, muss man so sagen, ein bisschen ruhiger. Nicht so viel Teilnehmer wie früher. Aber ich hoffe, dass es sich im neuen Jahr ändert. Das liegt daran, dass FIFA schon gefühlt dead ist. Meinst du, Hui? Meinst du das? Weil ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde es gerne wissen wollen. Kann ja auch sein, dass irgendwas an, jetzt keine Ahnung, jetzt böse gesagt, irgendwas an Rush ist oder irgendwie so, ne? Ich würde gerne wissen, warum es weniger geworden ist. Entweder ist FIFA dead, keiner hat mehr Bock auf Buy-In, keine Ahnung. PS5-Turniere, ich weiß es nicht, weißt du? Deswegen, ich möchte es wissen, was los ist, dass man vielleicht irgendwas machen kann. Aber mir ist es nicht egal, so, ne, dass es jetzt so wenig geworden ist, aber ich mache trotzdem meine Cups weiter. So. Und auch wenn ich nur 20 oder 10 Teilnehmer habe, ich mache trotzdem weiter so. Aber irgendwann ist halt der Zeitpunkt, dass man, wenn es irgendwie an Rush oder an irgendwas liegen sollte, dass man dagegen arbeitet und sagt, okay, hey, was können wir jetzt machen? Weil es macht ja keinen Sinn, andauernd Free Cups zu machen. Wenn ich jetzt einen Free Cup mache mit 1000 Euro, würde ich locker über 512 Spieler haben. Weil jeder Free mitspielen würde. Wer nicht, warum auch nicht? Aber ich denke mir so, es kann auch sein, guck mal, am Anfang, die ersten Wochen von Blacky Cup, haben wir ja immer 2000 Euro Turniere gemacht. Es kann ja auch sein, dass Leute sich daran gewöhnt haben, an diese ganzen Free Cups, ne? Kann ja sein, dass die das gewohnt waren und deswegen auch weniger mitgemacht haben. Also mitmachen jetzt aktuell, ich weiß es nicht. Eli, aber nur von frag ihn. Das ist ja ein bisschen, Digga, sowas mache ich niemals. Ich würde niemals jemanden fragen nach Hosten oder so. Das macht eine Person entweder so, wenn er Bock drauf hat oder nicht. Aber ich würde niemals jemanden fragen. Das muss von alleine kommen. Und gut ist, wenn ich mal so einen Host bekomme, Digga, wer freut sich nicht über sowas? Ja, aber ich würde niemals jemanden fragen. Need?
Nied macht ab und zu mit. Meinst du, Marcel? Welche Shisha habe ich nur normal, Digga? So eine Titanic-Pfeife. Kita Cups, die Sache ist bei diesen Kita Cups, die haben schon ein festes Preisgeld plus, ich glaube, wenn und noch Buy-in, das heißt, die haben quasi eine Safe-Summe, die schon im Pot ist, plus nochmal dieses Buy-in-Geld, ne? Oder halt jeder hat bei dem Kita Cup heute mitgemacht, deswegen hat keiner noch hier mitgemacht. Ich hab's keine Ahnung, aber Digga, ich denke mir so, ist halt so, aber ich mache ja trotzdem Turniere und ich werde mir sowas merken, so, ne? Wenn ich sehe, guck mal, mir schreiben Leute, ich habe ja so einen Tweet gemacht, mir schreiben Leute, hey Blacky, kannst du mich zu deinem Weihnachtsturnier einladen am 24. mit 1000 Euro Preisgeld, ne? Erstmal Levi, der dominiert komplett. Die fragen mich, kannst du mich einladen? Und das sind dann die Leute, die noch nie ein Buy-In-Cup bei mir also gemacht haben, ne? Wollen aber dann, dass ich im Gegenzug die zum 1000-Euro-Turnier einlade. Ich merke mir halt sowas so, wer auch so mitmacht, die lade ich auch gerne ein, mit Liebe sogar. Aber Leute, die nie mitmachen und auf einmal mitmachen wollen, wenn sowas for free ist, auf die reagiere ich gar nicht mal. Ich gucke mir gar nicht die Nachrichten an. Und ich sage euch ehrlich, mir haben so viele Pros geschrieben, locker, also ich will nicht lügen, mir haben 30 Leute geschrieben, wirklich ungelogen 30 Leute, ich habe aber nicht alle angeguckt. Natürlich ignoriere ich diese Leute einfach und schreibe denen auch nicht zurück, so, weil ich finde das, keine Ahnung, so, man, ich würde einmal die Woche PS4 Cup einbauen, meinst du? Ich will ja nicht Leute einladen, die so nie mitmachen, so macht ja keinen Sinn für mich. Warum soll ich denn denen eine Chance geben, statt jemanden, der gefühlt jeden Cup mitmacht? Was war das denn? Lazarino, genau. Nur Levi kann Weihnachten, ich hatte mir gesagt. Für mich bist du eine Legende, geil. Jungs, GG's. GG's für Levi. GG's für Levi.